Hi YouTube, ein neues Survival-Spiel ist heute eingetroffen, namens Enshrouded. Ich bin gespannt und ich hoffe ihr auch. Tag 1 von Enshrouded startet jetzt. Action! Vor langer Zeit brachte ein Wanderer dem Volk von Guthal ein faszinierendes Geschenk. Das Elixier war ein Heilmittel, ein Segen, eine Waffe, irgendwas? Ich höre gar nichts. Es war einst von deren Erbauern verborgen worden, doch nun war seine Kraft freigesetzt. Uiuiui. Mit ihm kamen Macht, Missvertrauen und die Sehnsucht nach mehr. Immer Macht, nein. Die Menschheit grub die Elixierbrunnen und begann das Land und sich selbst zu zerreißen, um ihren Durst zu stillen. Cheers. Elixier und Blut, einen Tropfen für einen Tropfen. Doch aus den Tiefen der Brunnen kroch ein unvorhersehbarer Fluch nach Glutal. Das Miasma, ein ruinöser Nebel, welcher danach lüstete. Ihr Untergang war unausweichlich. Also entschlossen sich die Menschen mit abtrünnigen Erbauern zusammen, das Flammenblut zu erschaffen. Es ist eine Zeit gekommen. Erwache! Jetzt hör mal was. Jetzt bin ich. Erwache! Ausgeruht, Inaktivität, Wärme, Schutz. Oh, 77 Frames. Oh, das ist ja... Oh, oha. Geht. Kann ich hier... Und hier ducken. Läuft ein bisschen so... Es zieht so ein bisschen nach. Mal schauen. Also, was haben wir hier? Tab. Keine Gegenstände ausgewählt. Wir haben hier M... Die Welt... In der wir sind... Tagebuch J, Quest die Flammen, Tutorial, Handwerk. Hier werden alle entdeckten Rezepte angezeigt und kannst die Symbole auswählen, um schnell verschiedene Kategorien zu navigieren. Rucksack, Charakter, Fernangriffskraft, Abwehr, Ausdauerrekonstruktion, Rucksackerweiterung, dann irgendwelche Waffen, Waffenschild, oder? Beide Ringe, Kopf, Brust, Handschuhe, Hose, Schuhe. Alle Attribute 0000, Schaden plus 50, Giftanfälligkeit 100%. Die Anfälligkeit gibt an, wie viel Prozent der eintreffende Schadenart angewendet wird. Der Segen der Flamme erhöht deine primären Attribute um je 0 Fähigkeiten. Okay, das ist krass. Das ist so ein heftiger Baum. Der Schleichangriff fügt ahnungslosen Gegnern massiven zehnfachen Schaden zu. Steinmetz. Gnadenloser Angriff. Doppelsprung. Erlaubt, ja. Also ich würde Doppelsprung als eine der ersten nehmen. Doppelsprung Main. Sprungangriff, Doppelsprung. Schleichangriff, gnadenloser Angriff. Wenn du beim Gleiten die Sprungtaste drückst, bekommst du einen kleinen Höhenschub. Diese Fähigkeit kann einmal pro Flug eingesetzt werden. Kostet Mana. Also Doppelsprung, das Gleiten hier. Eine Nahkampfwaffe ausgerüstet bist, verursacht einen Angriff aus einem Doppelsprung zusätzlich 20% mehr Schaden. Geil. Springen in die Fresse. Kampfmagier, Heiler. Müssen mal schauen, ob wir die Kamera so lassen. Das ist halt die Pal-World-Kamera. Neuer Ort hinzugefügt. E. Mit der Flamme kommunizieren. Was lange geruht, Flammenblut, das Glutal ist untergangen. Verschlungen von Miasma. Die ewige Flamme ruft nach dir. Feinde einen Ort in dieser... Feinde? Doch, finde einen Ort in dieser erloschten Welt und errichte einen Flammenaltar, um dich vor der Dunkelheit zu schützen. So, Flammenaltar, Rezept freigeschaltet. Geht nicht so ganz flüssig, aber das bin ich ja von der Vulcan Engine gewohnt. Es zieht so ein bisschen hinterher. Das ist so ein bisschen schwierig. So, Schutz, Wärme, Komfort, Level 1. Erreiche eben in Anspruch einen Platz für deine Basis. Oh, jetzt schon am Anfang, wo ich nicht weiß, wo was ist, eine Basis? Aber, oh. Okay, ich bin noch 5 Minuten ausgeruht. Ich dachte schon, ich habe jetzt 5 Minuten Zeit, eine Basis zu bauen. Das wäre wild. Hier ist noch irgendwas. Dich erwartet eine große, geheimnisvolle Welt voller Gefahren. Drücke Tabulator, um deine Karte zu öffnen und deine Entdeckung im Auge zu behalten. Ich drücke mal M. Ganz, ganz krass M gedrückt anstatt Tabulator. Rebell. Folgt der Flamme. Tagebuch. Quest. Beanspruche einen Platz für deine Basis. Erreiche Ebene. Glutal ist gefallen, verschlungen von dem Miasma. Okay, hat er mir gesagt. Auf Karte anzeigen. Ebene für erste Basis. Ach. Es ist da direkt angegeben, oder was? Handwerk. V. Platziere den Flammenaltar. Rucksack B. Charakter N. Fähigkeit H. Rucksack B ist aber auch... Ah, warte, da müssen wir B und Tab tauschen. Hä? Nee, das ist schon richtig. Tab ist... Ach, das ist immer das letzt angewählte Tab. Ah, warte. Ich gehe auf Welt, drücke ich Tab. Ist das letzt angewählte Tab. Und B ist halt Rucksack. Das Ding ist, wir wollen doch eigentlich Tab das Inventar haben, gell? Dann müssen wir B und Tab tauschen, weil B ist der Rucksack. Steuerung, hier Rucksack. Da, Tab, Inventar, B. Lesen.
So, allgemein die Theorie des Alchemisten über das Flüstern der Flammen. Reines Licht umhüllt das Wissen der Erbauer, schützt es in einem flammenden Kern. Eine Weisheit, die über meine eigene Vorstellungskraft hinausreicht. Ich könnte stundenlang ins Feuer starren, nach Antworten suchen, nach einem Flüstern, aber da ist nichts, obwohl es seine Stimme hat, spricht es nur zu jenen, die aus Flammen geboren wurden. Eine Schande, ich glaube, wir könnten erhellende Gespräche führen. Balthasar. Kann ich runterspringen? So ein Navigation, so ein Kompass. Oh, ist eine Kiste. E öffnen. Geht's doch rüber, die Kamera? Ich weiß nicht genau, doch rüber. So, wir haben eine Fackel und eine Bandage. 4% Heilung pro Sekunde. 10 Sekunden, 40% der Lebenspunkte. 9 Schaden, maximal 5 haltbare der Fackel für kurze Zeit Licht. Pass auf, wenn du in Höhlen erkundest. Okay, nehmen. Hab ich. Die Mausrad, den Gräten 1 und 2 direkt. Ich habe die Taste 1 G2 gedrückt, ich Depp. So. Hier ist eine Höhle. Ich soll da zwar nicht hin, aber. Oh, wir schauen doch trotzdem mal. Okay, das Spiel schliert ein bisschen hinterher. Das nervt mich. Das war immer schon die Vulkan Engine. Fackel werfen, alles Angriff. Okay, ich gehe mal direkt in die Höhle. Das Spiel sagt, soll was anderes machen, aber ich gehe mal direkt in die Höhle. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, aber ich bin Rebell. Hier ist auf jeden Fall nichts bis jetzt. Die Flamme möglich ist, dem erstmal zu wiederherstellen. Aber wenn du zu lange verweilst, stirbst du trotzdem, entkomme, um deine maximale Zeit im Massenmeer aufzufüllen. Sammeln. Okay, jetzt habe ich noch eine Fackel. Kann ich auch wegstecken? Soll ich meine HP? Da ist meine HP, aber ist nichts, was wir doch plündern. Schild, oh. Holzschild, ne, Holzscheite. Okay, glaube, ach so, ich habe das gar gelernt mit Holz. Ich mach das mit der Hand, weil meine Fackel geht schon schnell kaputt. Maus 4, um deinen Gegner ins Visier zu nehmen. Achso, das ist ein Gegner. Drücke Maus 4, passiert nichts. Oh oh. Alles nebelig hier. Aber was heißt das in mir? Oh, hier. Maus 4 habe ich. Geil. Durchsuchen. Nehmen. F alles nehmen. Oh, ich kann. So, rechte Maus ist okay. Warte kurz. Schild. Ausrüsten. Hier ist ein halbes Elden Ring hier. Maus 4. Locken. Hier. Blocken. F alles nehmen. Stofffetzen. Durchsuchen. Runen. Was ist das? Erstmal Sporen und Stofffetzen. F alles nehmen. Okay, geil. Müsste die Cam fast passen, da ich. Oder ich kann sie auch nicht vertun. Schauen wir erst einmal. Das ist wild. Ist wild. Beanspruch einen Platz. Okay, okay. Oh, ich bin ja draußen. Werkbank plus 1. Hi. Du fällst, du erwachst in einem zuletzt besuchten leuchtenden Leuchtfeuer. Ach so, das ist. Ah, das ist Bonfire. Lammenkrypta.
Also war ich schon mal in der Höhle hier, Flammenkrypta, okay. Die Flamme wacht über das verdorbene Land und gewährt den Flammenblut die Kraft, des erstmal zu trotzen, Opfer, Ressourcen, Stärke, deine Verbindung zur Flamme, um deren Segen zu erhalten. Werkbank, Bauhammer. Das habe ich wohl alles erlernt, wenn ich in der Höhle geboxt habe. Bandage, Lagerfeuer, Schild, Keule, Lumpen. Da lasse ich mich nicht lumpen, ich sag's da. Da gibt es oben noch verschiedene Reiter bei den Sachen. Also man kann die Sachen herstellen. Hier, und dann gibt es oben verschiedene Reiter. Bei Schilde kommt noch eins, bei Lumpen sind es 3 Stück. Also Pfeiltasten, okay. Und hier steht auch noch, ob man es im Inventar hat. Ist auch geil. So, jetzt ist dunkel. Achso, ich habe ja die Fackel. Ja, so wirklich viel Licht spendet die jetzt nicht. Ist das mein Markt-Target oder was? Das Fette. Äste, Pflanzenfasern, roter Pilz. Lila Bären. Pflanzenfaser, Dachblock, Bergwang. Achso, wenn ich irgendwas einsammle, dann steht doch da, dass ich, was ich damit direkt gelernt habe. Im Tagebuch ist das alles mit drin, oder wie? Harz, roter Pilz, Knochen, Miasma, Funken, Tierfell. Achso, das ist die Flamme, die ich bauen muss, oder wie? Ich muss aktiv eine Flamme bauen. Garn, Bandage, Lagerfeuer, Fackel, Bogen ist neu. Oh, jawohl, Bogen. Lieber Bogen. Echt, ist das Ziel das Fette in der Helle dein, in der Ding, oder was? Okay, das ist wild. Ich will einen Gleiter haben. Ernte Beeren und isst, um deine Gesundheit wieder aufzufüllen. 4. Ach, das heilt. Was war 5? Okay, und die Leiste ist unten unabhängig vom Inventar. Sieht wenig aus als Inventar, aber die 2 kommen dazu, weil das ist nicht da. Plus 2 Gesundheit. Plus 15 Ausdauergeneration. Plus 1 Int. Ein toller Snack, der das Gehirn anregt. Also Pilz gibt Int, Beeren Gesundheit und Honig gibt Ausdauer. Alles klar. Oh, 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 oh. Ich sehe, dass da ein Wolf ist, Alter. Ist da noch einer? Ich habe nicht gesehen, dass da ein Wolf ist. Also 2 Gesundheit ist jetzt nicht unbedingt so wirklich viel, ne? Wolf. Meine Fackel ist vielleicht kaputt. Oh, ich habe schon mal Fleisch. Rohes Fleisch, Wolf und Knochen. Main. Sammeln. 2 Wölfe. Jawohl! In die Fresse! Die gesehen mit Sprungangriff. Geil, geil. Jo, zack, in die Fresse, dem Wolf. Bisschen Beeren fressen. 4-1 ist jetzt nur noch Nahrung, sind Äste. Wenn meine Fackel kaputt ist, dann ist es nur noch eine Ast. Okay, hier ist leer. Ast kann man so, Pflanzenfasern, okay. I see. Hier hoch. So nix. Noch die Fackel werfen irgendwie. Pilze. Ist wieder für Int. Oh, da ist ein Gegner. Da sehe ich Gegner. Weiß gar nicht, ob das so geil ist mit dem Ziel anvisieren. Okay, ich kämpfe mich durch. Da ist noch einer. 2.
Hier leuchtet noch irgendwas. Sind hier noch ein paar Wölfe? Ja, sind noch Wölfe. Kann ich mit dem Knochen schlagen? Das ist möglich? Als Waffe nutzen den Knochen? Nee. Aber meine Fackel ist bald kaputt. Oh, hier leuchtet auch was. Ich kann ja fast immer die Taste drücken wegen Gegner hier. Da hier sind noch welche. Das ist irgendwie was anderes. Ist noch so ein Bonfire, oder? Wir sind aber jetzt nicht zurückgelatscht. Oder doch? Kann sein. Hier sind Gegner, oder? Das sind Dummies. Das sind Dummies hier. Blutwacht, ein Marker hinzugefügt. Wenn du mit einem Schild oder einer Nahkampfwaffe ausgerüstet bist, drücke rechte Maustaste. Ja, ja, klar. Weiß ich ja. Ist mir klar. Habe ich gemacht. Was plündern? Oh, plündern hier. Hä? Ach so, komplett schwarz. Hier liegt irgendwas. Lesen. Neue Geschichtsseite. Erbauer und die Flamme. Tagebuch des Hauptmanns. Tag 1. Halte die Krypta bis zu deinem letzten Atemzug. Dieses war die letzten, waren die letzten Worte des Erbauers, bevor er mit einer Handvoll unserer besten Krieger eintrat. Es war das erste Mal, dass ich seine Art gesehen habe, und es wird auch das letzte Mal gewesen sein. Das Gesicht hat sich mit meinem Gedächtnis eingebrannt. Mein Leben und das meiner verbleibenden Soldaten unterliegt einer heiligen Pflicht. Hauptmann. All right. Kann ich einfach so eine Fackel bauen? Herstellen. Danke. Die ist dann wo? Hier. Leiste 2, ja so. Okay. Kann ich auch einfach, wenn ich jetzt auf Handwerk ist V, Spitzhacke, Lager für Spitzhacke, herstellen. Keule, Nahkampfwaffen, herstellen. Fackel, Garn, herstellen. Herstellen, Bandage, herstellen. Okay, lol. Zauberstab, herstellen. Lumpen, herstellen, oder? Garn und Stofffetzen. Garn, Stofffetzen kann ich noch gar nicht. Interessantes Crafting hier. Wow, interessantes Crafting. Sehr wild. Flammenabtau. Bergbank, Garn und Holz, Holzscheite, okay. Ich habe auf jeden Fall jetzt Sachen gebaut. Hier, Pilz können wir da lassen. Knochen ist egal, Bandage können wir auch hier hin. Achso, wir können ja das Essen, das ganze hier Zeug dahin tun. Minus Ausdauerpunkte plus 4 Ausdauerregeneration. Lebensmittelvergiftung, lol, okay. Das ist dann hier eine Keule, tue ich auf die 1. Das ist Spitzhacke 2, das ist Spitzhacke, Zauberstab 3. Heule, Fackel, Spitzhacke, Zauberstab. Zauberstab. Was ist der Zauberstab? Hier. Ich muss draufdrücken, dann sehe ich es erst. Okay, gut. Zauberstab ist 2. Magieangriff? Okay. Ja. Und trotzdem blocken hier. Da schickt mich so eine Art Licht immer hin. Das weist mich immer zu so Punkten, aber irgendwie gehe ich immer abseits von denen und gucke mal, was es noch so gibt. Gefahren in der Nähe. Scheiß Dinger. Ratten. Hallo, ich hänge fest. Ey, die haben es mir ganz schön gezeigt, der Alt. Das ist dann, warte. Wird es verschieben, Tab oder was? Ja, einen. Dann auf 1. So, ich dachte, der heilt nur 2 Gesundheit und dann innerhalb der Zeit, gell? Nee, das war das andere. Tab, Alt, nicht Tab. Oh, jetzt schaut es aber schöner aus hier. Soll ich mal kurz hier reingehen? 5. Gibt es irgendwas, was man nichts anvisiert? Zusammenschlage, das ist Fass. Plündern. Plündern. Fass zusammenschlagen sind immer geil. Da lerne ich Sachen. Öffnen. Geheimtür. Oh!
Feuersteinpfeil und Bandage. Beanspruche einen Platz für deine Basis. Erreiche die Ebene. Ja. Chill. Ich brauche hier eh noch, oh, Gleiter. Reichweite 100, Geschwindigkeit 10, Ausdauerpunkte. Warte, ich habe hier schon gesehen, dass ich Fähigkeiten habe. Gnadenloser Angriff. Führe einen gnadenlosen Angriff aus, indem du E drückst, um einen Gegner, den du überwältigst, hast massiv Schaden hinzuzufügen. Überwältigen. Um einen Gegner zu überwältigen, füllst du seine Betäubungsleiste, indem du angreifst, während er blockt oder seinen Angriff parierst. Ja, okay, das ist die aus der Haltung schlagen, ne, wie bei Elden Ring. Erlöse, du benötigst 3 statt 6 Sekunden, um einen Verbündeten wiederzubeleben. Ja, Verbündeter, Digga. Scheiße, die Verbündeten. Gut ausgeruht. Die Grunddauer für den Ausgriff war 5 Minuten. Erhöht deine Komfort in der Basis, um die Dauer zu verlängern. Schleichengriff fügt ahnungslosen Gegnern 10 massiven Schaden zu. Geschick erhöht dein Geschick-Attribut um 1. Erhöht den Fährkampfschadenprozent um 5. Abgehoben. Gleiter verbrauchen 30% weniger Ausdauer. Gigantisch. Erhöht den Konditionattribut um 1. Heckenschütze. Beim Angriff in Fernkampfwaffe erhöht sich dein kritischer Treffer um 10%. Vitalitätsschub. Ein kritischer Treffer mit einer Fernkampfwaffe stellt 5. Ausdauer wieder her. Hier ist mehr so Ranged. Waldläufer, Bestienmeister. Abgehoben. Okay, habe ich gesehen. Stiller Schritt erhöht deine Bewegungsgeschwindigkeit beim Schleichen. Schütze. Jeglicher Fernkampfschaden 10% erhöht. Alle Auge. Der erhöht den Zoom beim Zielen mit dem Bogen erheblich. Erhalte zum Zielen rechte Maus. Während der Bogen in der Aktionsleiste ausgewählt ist, kannst du alternativ Q halten, um mit deinem angelegten Bogen zu zielen. Okay, Kontersaal 5% gegen Fernkampf, Flug des Adlers 30% Schaden fliegen, Bienenstich, du kannst deinen Bogen spannen und benutzen, während du gleitest, du wirst langsam fallen. Boah, Alter. Wie geil, aus der Luft. Tschu, tschu, ziehen, tschu, tschu. Sehr geil, cool. Bienenstich, Geschicklichkeitsschuss. Der Schaden am Kopf eines Gegners ist erhöht. Geil. Das ist H. H wie Fähigkeiten, wie Hu. So, erhöht Ausdauer, ein Attributspunkt. Ultra geil. Schlangenfress, erhöht den Gift. Giftimmunität in das Feuer. Sprungangriff. Also, ich weiß ja nicht genau. Ich habe schon Bock auf Bogen, aber ich habe auch Bock hinzuchargen, mir die Fresse zu schlagen. Also, ich meine, nett gemeint. Gnadenloser Angriff. Okay, überwältigen. Steinmetz. Die Spitzhacke verursacht 30% mehr Schaden. Einschließlich Ressourcenadern. Erhöht die Stärke. Mehr Nahkampfschaden. Hier ist Barbar. Krieger. Konstitution erhöht die Gesundheit um 50 pro Angriffsattribut. 10% mit Nahkampf mehr Schaden. Noch mehr Schaden. Mehr Wuchtschaden. Noch mehr Wuchtschaden. Schnelle Klinge. Möglichst schneller mit Einhand-Echsen-Schwerten anzugreifen. Und Konstitution erhöht den Konstitution-Attribut um 1. Schockwelle, schwere Spezialisierung, ermöglicht dir schneller mit Hammer 2 Händen. Deine Parade fügt Gegnern 20 Wuchtschaden zu. Sprungangriff, wenn du mit einem Nahkampf ausgerüstet bist, kannst du 50% Waffenschaden und Explosionsradius verursachen. Ich will auf das irgendwie kommen. Mit Doppelsprung als erstes eigentlich. Oder Gleiten. Gleiter weniger Ausdauer. Und aus der Luft schießen. Aber Doppelsprung finde ich... ist geil. Sprintgeschwindigkeit um 10% erhöht. Ausdauer um 10% reduziert. Na klar, kann ich machen. Erhöht deine Kondition. Also muss ich zuerst auf das gehen, gell? So. Nehme ich erstmal das. Kondition, Attribut um 1. Okay, dann würde ich hier hingehen. Schneller sprinten, weniger Ausdauerverbrauch und Doppelsprung. Und dann schauen wir mal. Und dann vielleicht noch das. Dann bin ich halt hier so in einer kleinen Gasse. Dann passt das. Sprungangriff. Wenn du Nahkampfwaffe ausgibst, kannst du einen Sprungangriff ausführen, der 50% mehr Schaden, einen kleinen Explosionsradius. Okay, das ist noch AOE-Schaden. Und hier mache ich noch 20% mehr Schaden, wenn ich springe. Also ein bisschen so wie Elden Ring, wenn man so springt und schlägt halt. Okay, geil. Skillpunkte. Jetzt noch nicht alles durchgeschaut, aber klingt interessant. Und vielleicht kann man ja so Multiskillung machen. So von allem so ein bisschen. Stimmt, ich war hier bei der Kiste. Das ist Magie. Okay. Nicht alles kaputt machen oder was? Wasser, Knochen. Das ist laut, oder? Ja, okay. Warum mein Touch Bottle disconnect, weiß ich nicht. So. Oh, da ist mehr, habe ich gehört. Kann man da von der Range machen oder was? Dann neutral. Achso, dann kann ich mich nicht mehr richtig bewegen. Das ist Ziel anvisiert. Yo. Achso, das hat eine gewisse Range hier wieder, das Ding da. Oha. Okay, Tierfell, alles nehmen. Okay, also der Zauberstab hat auch eine Range. Okay, mit dem Spell. Nehmen.
Oh, hier hinlegen? Ich habe doch eh gespammt. Beanspruch einen Platz für deine Basis. Errichte die Ebene. Chill. Ganz ruhig. Mensch, du wirst mal hier alles kaputt schlagen. Man kann überall alles kaputt machen, oder was? Naja, muss man ja nicht. Das sieht ja alles schön aus hier. Gleich plündern. Geteerter Block plus Werkbank. Okay. Holz. Tagebuch des Hauptmann Tag 1. Halte die Krypta bis zum letzten Atemzug. Okay, habe ich schon gelesen. Gut, dann gehe ich jetzt echt dahin, wo es mir gesagt wird. Kann ich nur was herstellen hier? Das Herstellen ist V. Werkbank geht. Bandage, Garn, Lager. Kann ich endlich mal ein Ding... Oh, Bogen! Brauche ich noch zwei Äste. Zauberstab habe ich. Magierstab ist den Unterschied. Magischer Stab, der aus Knochen geschnitzt ist. Er ist leblos und kalt und feuert magischer Eisgeschoss. Überladung des Zauberstabs hat eine Chance, mehr Schaden anzurichten. Angriffe verursachen zusätzliche Schaden bis zur Höhe. Okay, Magier Lumpen. Stofffetzen. Kann ich Stofffetzen machen? Garn. Ich habe noch ein paar Äste. Ich habe doch hier die Dings da. Aber das ist doch eine Spitzhacke, oder? Ich habe doch da eine Spitzhacke, keine Axt. Gibt es hier auch so Unterschiede, gell? Spitzhacke und Axt, klar. Holzfäller-Axt, da. Steinäste. Garn. Stein. Also Äste, hier Stein. Es gibt Erde. Oh. Die Gegner nicht, oder? Da sammle ich die einzelnen. Oh, ich kann sogar in die Erde rein. Ach du Kacke, stimmt. Ist ja Voxel. Ist ja Wixi Waxi. Lol, okay, Mann. Wie geil. Hab hier einfach die Welt hier kaputt gemacht. Nee, ich hätte ich sammeln sollen. Äste, gell? Okay, krass. Ich will Doppelsprung unbedingt, wenn es geht. Äste, okay. Mit Äste kann ich jetzt Holzfäller-Axt, Schild, Bogen, nochmal Äste. Ich mache Holzfäller-Axt. Zack, gecraftet, easy. Und ist der Nummer 6. Was ist denn das hier? Water, be water, my friend. Wo ist denn eigentlich meine... Ich habe HP und Magie. Wozu brauche ich Wasser, wenn die Anzeige gar nicht da ist? Also hier, Holz. Oh, zu weit weg. Beine. Habe ich irgendwo Gewicht oder so? Nee, oder? Boah, wie man Dreck in die Erde reinboxen kann. Geil. So eine schöne Underwater-Höhle, ne? So eine Unterwasserhölle. Das wäre doch super. Feuersteinpfeil. War hier nicht irgendwo ein Bogen? Okay, das ist das Zuhause. Flammenaltar, Werkbank, Bauhammer. Ja, ein Lagerfeuer. Lumpen, endlich. Kann ich herstellen? Nee, Stofffetzen noch. Dietrich, Spitzhacke, Lagerfeuer. Essen, Kochen, Boni gehören. Okay, hier hast du nicht Essen zu stehen, sondern hier ist Essen so Bonus. So Buff-Food oder so anscheinend. Was kann ich hier einsammeln? Das können wir abhacken mit der 6. Würfelmichellampe bei der Werkbank. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich was eingesammelt habe. Zack, 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 zack. Oha. Geil. Zack, zack. Hier. Immer Sachen zum Einsammeln. Glühwürmchen, Pilze. Was war Ausdauerregeneration? Teer, Erde, Stein. Diese Lautstärke, Alter, von dem Ding. Harz habe ich jetzt auch. Mal wieder Bären, oder? Neue Quest beanspruche einen Platz für deine Basis. Ja, das ist aber am Anfang. Wird dann nicht jeder hingeschickt, der hier startet, das Spiel? Wenn jetzt noch jemand startet, der wird doch auch hierher geschickt, oder nicht? Ja, oder irgendwo anders hin. Der wird doch auch hierher geschickt. Wir müssen... Nee. Wir müssen die Bausound so laut sein. Immer wenn ich nochmal schlage, ist der Boden schon kaputt. Aufpassen, ey. Geil, Mann. Der schlägt doch immer schneller, der Psycho. Der schlägt doch immer schneller. Ich wollte ja nicht einen Bogen herstellen. Fällt mir auf. Äste. Lila Bären. Äste. Pflanzenfasern. Lila Bären. Äste. Pflanzenfasern. Oh, hier ist ein Ding. Kaninchen oder so.
Und zack. Hier Kaninchen plündern. Rohes Fleisch. Gegner getötet. 11 XP. Lame. Als Mage. Oh, ich habe eine blaue Waffe bekommen. Okay, lol. Zum Fick. Ich habe eine Waffe bekommen hier. Was ist das? Rostiges Kurzschwert. Schaden 11. Was war meine Keule? Die Holzfäller-Axt hier. Keule war hier. Ne, Spitzhacke. Keule 11. Das ist ja auch 11. Haltbarkeit 100. Haltbarkeit 120. Wucht, aber hier ist Schnitt, Stich, Miasma. Im Miasma. Oh, ich bin hier wieder in so einer Zone, hey. Ich darf halt nicht länger drin bleiben in dem Miasma. Das ist anscheinend so eine Art Nebel. Ich habe so eine Zeit, die kann ich auch verlängern. Keine Ahnung, anscheinend ist diese Geschichte am Anfang mit diesem Nebel, der kam. Der nennt sich Miasma. Und in dem bist du irgendwie. Es wild. Wow, Bogen. Wozu Bogen, wenn ich eine Dingwaffe habe? Wozu Bogen, wenn ich eine Mage-Magie-Ding habe? Budolan, was geht? Enshrouded. Eben gestartet. Bin erst zwischen 21 und 22 wieder zugekommen, Server zu machen. Dann gejoint, gemacht, probiert. Alles eingestellt, hier sogar live. Server wurde nicht direkt angezeigt. Muss nochmal stoppen, einiges ändern und nochmal starten. Funktioniert. Enshrouded, Digga. Ja, gell, da ist schon, das ist schon Paul World schön bunter, besser hier. So, Bogen gebaut. Durch mal das runter. Wasser macht plus 1 Kondition plus 10 Ausdauer. Hast du recht, schrecklich hier. Holzfäller, Zauberstab, Spitzhacke. Keule tue ich weg. Bogen tue ich mir als Main-Ding hin. Das tue ich weg. 5 Bogen. Feuerpfeile. Fernkampfwaffe bereit machen. Cool. So, rechte Maus ist das. Bin auch gerade erst daheim. Okay. Ja, ist doch okay. Schöne Zeit. 4 nachmittags und 5 aus der Arbeit zu kommen, ist doch richtig. Na, ist doch ganz entspannt hier. Das Game zwingt mich jetzt, dass ich jetzt schon eine Basis baue. Das Game zwingt mich, dass ich eine Basis baue. Jetzt schon, irgendwohin am Anfang. Wo ich wieder nicht weiß, ob das okay ist, aber ist ja nicht jeder, der hier anfängt, baut dahin? Was ist das? Kaninchen. Auf. Sogar mit Zielsucher das Kaninchen. F. Jawohl. Hat es Haltbarkeit, das ganze Ding? Nee. Oh, 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 oh. Machen wir mal einen Nahkampf. Yo. Was haben wir hier? Stofffetzen. Scheint hier völlig unfertig zu sein, das Game. Ja, viel zu viel Nebel. Viel zu viel Nebel im Spiel hier. Siehst da nichts. Oh, lesen. Das Miasma zieht herauf. Also das Miasma ist der scheiß Nebel. Die Bla. Nicht geblockt. Ich bin hier am Buchlesen. Wieso störst du mich beim Buchlesen? Das merkt man sich darauf. Die Blauhaar schweben nicht mehr so sorglos durch die Luft wie sonst. Irgendetwas geht vor sich. Ein Nebel strömt auf uns zu. Er entspringt dem Abgrund wie eine Flutwelle. Sie nennen Miasma. Es bringt Krankheit und Leid mit sich. Verändert den Boden und Menschen. Ich muss diesen Wahnsinn verstehen. Aber es wird schwierig sein, ein Heilmittel zu finden, da die Soldaten die Versorgungswege abgeschnitten haben. Balthasar. Lieber Paul wird ganz recht hier. Wodurch, ich habe geschaut bei der Page. Ich habe noch was dazugefügt. Und ich habe geschaut bei diesen Cookie-Settings. Da geht der Link. Ich weiß nicht genau, ob du da noch verändert hast oder ich habe was falsch geklickt. Ich habe auf jeden Fall den Button hinzugefügt von Kofi. Weil du wolltest es dann nicht machen. Sich ja gewehrt dagegen mit Hand und Fuß.
brauche einen Dieter, um das zu öffnen. Dieter brauche ich Metallschrott. Habe ich nur eins. Kann aber auch alles kaputt machen hier. Richtig brutal. Boah, das ist so laut, die Einschläge, hey. Hier, schalt doch die Fässer, Bierfässer. Will das Bier haben. Okay, Miasma ist anscheinend also eine Art Nebel. In dem kannst du nicht ewig drin bleiben. Das ist aus. Das ist in das Land hier gekommen. Der verbreitet sich anscheinend. Deswegen sind die Leute auch weg. So eine Art Nebel, der ist halt irgendwie kosmisch. Ja, jetzt zwingt er mich wieder eine Basis zu bauen am Anfang. Es ist so doof. Will ich gar nicht. Ich will einfach nur als Warrior hier rum sein. Ich mach Range. Neuer Ort markiert. Kommt wieder weg, war vom alten Plagierten. Ach so. Hauptsache, wir haben jetzt irgendwelche. Tagebuch. Tag 20. Wir sind hungrig. Wir müssen die Brücke zerstören. Das ist unsere Versorgungsroute, aber es hat funktioniert. Wir haben keine Plünderer mehr gesehen. Die Flammkrypta und so alle im Inneren sind jetzt sicher und müssen es auch bleiben. Wenn wir nicht verhungern sollten, müssen wir für unser Glück zu diesem schrecklichen Miasma versuchen, beides unseren Tod zu sichern bedeuten. Hauptmann Arkwight. Ja? Gut. Ich hab mir schon das Ding durchgelesen hier ein bisschen. Mein Ding ist erstmal, ich möchte auf Doppelsprung kommen. Weil Doppelsprung ist für mich Main. Dann würde ich auf das gerne kommen. Dass der Gleiter länger hält. 30% weniger Gleiterverbrauch. Und hier ist nochmal. Hier ist schneller sprinten und Ausdauerverbrauch weniger. Und dann gucke ich mal. Bisschen auf Range, bisschen auf Melee. Mal schauen. Das mit dem Zauberstab ist ja total easy. Du bist beim Gegner. Visierst den anderen Zauberstab, schießt einfach aus der Range. Also der tut ja selbst schießen. Du musst ja gar nichts machen. Boah, ich bin schon ganz weit abgekommen von dem ganzen Land hier. Das Spiel zwingt mich hier wieder Sachen zu bauen. Miasma-Flüssigkeit, oh. Mal schauen, ob wir das Rätsel vielleicht lösen können mit dem Miasma. Miasma-Flüssigkeit. Man hat zwei Leisten. Wenn man alt drückt, hat man zwei Leisten unten. Und die zählen nicht zum Inventar. Und wir haben hier bei dem Spiel eine Markierung hier, wo wir hin müssen auf der Karte oben. Oh, guck mal hier mit Zauberstab. So. Wie simpel das ist. Fertig. Spannend. Oh, oh, oh. So geht's auch. Oh. Ah, falscher Knopf gedrückt. Wegen Dodgen. Ich habe Ziele gewechselt, statt zu dodgen. F. F. Kurz heilen. Okay. Achtung. Oh, ich muss aus dem Nebel raus. Diese Zeit, dass du im Miasma bleiben kannst, kannst du anscheinend erhöhen mit dem Skill. Das Heftige ist, ich habe vorhin einfach in den Boden gehauen, dann ist der Boden gleich weg gewesen. Oh oh. Noch eine Minute habe ich. Komme ich hier raus, Alter? Bin anscheinend wild irgendwo hingelaufen. Finde den Ausweg. Ja. Ja, finde ich.
Level 3 Wolf. Uiuiuiuiui. Miasma. Ja, ja. Oh, ich war kurz draußen. Geil, hat wieder angefangen, die Zeit. Ich war kurz draußen, anscheinend, da wo der Wolf war. Hier, ich bin draußen. Jetzt Licht. Glühwürmchen. Aurelionblume. Oha, wie das hier ausschaut. Das ganze Tal, da ist voller Blüte. Der hat mir hier ja die Aufgabe gegeben, hier ein Ding zu bauen, eine Basis. Und ich bin irgendwie, irgendwie auf Abwägen gekommen. Läuft jetzt nicht so flüssig. Das geht irgendwie. Oh, ich bin gefallen. Ich habe nach oben geschaut. Bestimmt den Gegenstand aus deinem Rucksack werden fallen lassen, wenn du stirbst, okay. Oh, nicht gecheckt, dass ich gefallen bin. Grabstein. Können wir zumindest den Weg merken hier. Hier muss ich hin, wo das eine Leuchtding ist. Was wurde denn fallen gelassen? Bestimmte Gegenstände. Okay, was hat denn jetzt dazugehört? Also, das hat noch so viel hier. Also, ich habe die Leiste und einen Teil von hier. Ich weiß nicht gerade irgendwie. Doch, ich habe sogar noch hier die Blume zur Heilung und so. Also ich habe noch eine Menge drin. Wie heilt die? Willenskraft. Ach so, Mana erhöht. Okay. Jetzt tun wir die Beeren zur Heilung nehmen. Mach lieber nicht anvisieren. Also ich finde anvisieren, ja, ist nett. Ja, Position erreicht. Nee. Lass mich erstmal das Ding suchen, dann komme ich wieder zurück, mein Inventar holen. Oh. Mal Heilung aktiviert noch. Magieschaden aktiviert, falls mir noch ein Gegner kommt. Da ist Hase oder was? Nein, Schaf oder was? Ja, Schaf hier. Machen wir erstmal den hier. Erstmal abvisieren. Nein, 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 nein. Okay, nochmal. Oh, verreckt. Wieder runtergefallen. Okay, das ist aber nicht so offensichtlich, dass es so tief ist. Bin da eigentlich jetzt nicht gestorben. Erst das zweite Mal gestorben hier. Kacke. Ja, da runterfallen schauen. Ich musste an der Taste machen. Normalerweise ist Tab Zielwechsel, aber ich habe Tab Inventar gemacht. Und ich habe die seitliche Maustaste zum Rollen und die nach hinten habe ich für Zielwechsel gemacht. Das ist aber kacke. Das ist aber kacke. Okay, warte, ich falle sonst wieder runter. Ich muss hier aufpassen.
Leuchtenstein ist gefallen. König Gorman, Gormander ist tot. Eine Armee von Geisteskranken. Oh, widerwärtig und bleich, die kaum ihre Füße über den blutigen Boden heben können. Sie schleppen sich über unsere Täler durch das Miasma, angeführt von der verrückten Wache des Nordens Vorgard. Ich wusste immer, dass das Elixier nur Misstrauen sehen würde. Ich blicke hinauf zu den Warten der Erbauer, hinauf zum Himmel. Es gibt keinen drin. Wir müssen standhalten. Balthasar. Okay, ich muss jetzt hier rund, ohne zu fallen wieder. Ja, wie soll ich denn mein Ding hier... Also, das ist das zweite. Wie komme ich hier runter, ohne zu fallen wieder? Ich brauche einen Gleiter. Handwerk. Ich hatte doch schon irgendwo Gleiter gesehen. Keule, Bogen, Schild, Dietrich. Holzfäller, Axt, Garn, Bauhammer. Achso, die Ressourcen verlierst du. Knochen, Harz, Garn, alles verlierst du so. Nur die... Also, die Ressourcen verlierst du, aber die Waffen behältst du anscheinend. Ah, da muss ich irgendwo anders runter hier. Das kriege ich nie wieder. Das erste würde ich gerne holen. Aber ich kann ja auch mal zurück zur Quest und erstmal, ich kann ja auch nicht bauen, weil ich habe die Ressourcen eigentlich nicht mehr, aber egal, das sind nur Startressourcen. Oha, 47 Frames gedroppt durch den Wald laufen. Main, gut. Baue einen Flammenaltar. 5 Steine. Machen wir das halt. Boah, nicht nochmal. Sofort in den Boden geschlagen. Kann ich die Erde dann wieder auffüllen? Geht das? Ich habe jetzt aus Versehen in den Boden geschlagen. Kann ich die Erde wieder auffüllen? Ja, natürlich, wenn ich was sehen würde. Egal. Also der sagt, ich soll hier einen Flammenaltar bauen. Herstellen. Habe ich. Taste 8. Aber hat nicht jeder das gleiche Tutorial? Ja, ich hoffe, wir können zusammen dann game oder so. Du bist nicht alleine. Es gibt noch andere Überlebende. Die Krypten der Erbauer schlummern. Erwecke sie, damit sie dich auf deinen Reis unterstützen können. Sei auf der Hut. Eine befindet sich ganz in der Nähe, direkt hinter dem Miasmat verhüllten Tal. Altar aufwerten. Weitere Baugebiet. Ah, das ist das, was dem anderen gefehlt hat. Stärke die Flammen. Zeit im Miasma auf 6 Minuten. Fähigkeitspunkte zurücksetzen. Ach so, ja, hier, okay. Globale Fortschritt freischalten, Flamme tilgen. Tilge die Flamme und der Flammenaltar zu entfernen. Achte, ungeschützte Bereiche werden vom ersten Mal verzehrt. Platzierte Gegenstände werden verloren gegangen. Gehen verloren. Globaler Fortschritt freischalten. Okay, tu es erweitern. Also hier tu es irgendwie Fortschritte, tu es ausweiten. 80 mal 80? Naja, aber das ist 80 mal 80. Hier sind die eine Richtung besser als in die andere Richtung. Reise, finde den schlafenden Überlebenden jetzt schon? Kann ich denn nicht, darf ich denn nicht irgendwas mal bauen hier, Magma Quartz? Auhammer. Hab ich. Wähle die Form, mit der du etwas bauen möchtest. Wähle das Material. Öffne es unter Menü, um aus verschiedenen Formkategorien auszuwählen. Mehr Formen. Oh. Stelle Blöcke an der Werkbank her. Was ist das jetzt für ein Material eigentlich? Materialien, Steuerung und Mausfahrt nach oben. Ja, da habe ich ja Zoom eingestellt. Das Holz oder was? Dächer, 2x2 Meter. Ich komme nicht aufs erste. Einzelne Blöcke. Oh, wie schnell das Scrollen geht, ey. Digga, manchmal kann ich halt scrollen hier. So, ich will eigentlich das hier. Fundament, genau. Ah, hier Kuh, Mausrad, okay, 90 Grad drehen mit R, passiert nichts. X einrasten, okay, flammengeschützte Bereich, Bautschritt 2 rückgängig machen. Brauche ich eine Werkbank, Lampenrüstung, Magie, Holzfäller, Bogen, Schilde, Dietrich, Spitzhacke, Holzfäller, Werkbank, hier. Garn und Holzscheit, das habe ich ja alles gehabt schon vorhin. Garn, Pflanzenfasern und Holz ist halt Holz. Oh, ist rechts ist wieder ein Tier. Magie. Wir
Wie entkommst du meiner Magie? Oh, Wolf, 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 stopp! Nicht anvisieren, dieses Target. Oha, die Sau. Nur ein bisschen farmen hier. Ich wollte nur ein bisschen farmen. Ich brauche Gleiter, Mann. Jagst ein Schaf, kommt der Wolf. Frech. Hier ist schöner als im Miasma. Ist meine Basis auf der Karte verzeichnet? Das Feuer. Nee. Ist es nicht. Schnellreise. Okay, ich bin jetzt nur 5 Meter. Geht das immer? Yo, es gibt Ruhestein. Okay, wir haben Ruhestein. Werkbank. 3 Garn. 1, 2, 3. Ah, oh, warte, hier ist unser Schaf, was wir gejagt haben. Musste nicht doof hinterherlaufen hier. Mit dem Zauberstab. Musst du nicht doof hinterherlaufen. Haben wir jetzt Ressourcen für das? Bergbau, immer noch Holz. Holz braucht denn die erste? Wir brauchen ein richtiges Holz. Immer schneller. Zack, 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 zack. So, jetzt haben wir ein richtiges Holz. Also ich baue nur so grob und wenn jemand joint, kann die halt dann gescheit bauen. 8. Herstellen, reparieren. E und E ist auch aufnehmen. Gut. Performance besser oder schlechter? Viel schlechter. Massiv schlechter. Es schliert so hinterher. Es ist nicht direkt die Steuerung. Es bricht extrem ein. Frames manchmal sehr low. Ich musste runterschrauben. Ich kann nicht auf Max spielen. Viel schlechter. Mindestens 5-mal schlechter, wenn nicht 10-mal. Das ist nicht einmal übertrieben oder nicht böse gemeint. Das ist einfach so. Das kann ich dir nicht genau sagen, weil ich habe ja Valheim nicht gespielt. Ist halt Vulkan Engine. Also, ich hab's jetzt schon oft gesagt. Jedes Vulkan-Spiel, was ich gespielt habe, habe ich jetzt nicht so die gute XP. Ach so, ich stelle die Blöcke direkt her, oder was? Was ist denn das? Stopp! Ach so, linke, rechte Maustaste. What the fuck? Ich habe 300 Blöcke in der Tasche. Ich wollte doch nur ein Fundament machen. Oh, da fehlen mir wieder Blöcke. Okay, warte, dann muss ich hier hin? Nee, dahin. Holzblöcke, Steinblöcke, brauche ich wieder Steine. Alle Gegenstände repariert? Ja, wollte ich nicht, aber okay, danke. Guck mal, ich schlag einmal zu viel, schon habe ich ein Loch in der Erde. Da kann man sich ja auch unterirdisch halt bauen. Ich kann diesen Hügel hier abbauen, der mich jetzt stört. Der Stein hier. Aber das Ding ist, kann ich jetzt wieder hintun? So, nächster Skillpunkt dann auf, wie gesagt, weniger Ausdauer verbrauchen. 10% mehr. Das war H. Wo ist meine Maus? Ist nicht mehr da. Zu diesem anderen Monitor. Hier. Sprintgeschwindigkeit um 10% reduzieren. Ausdauerverbrauch wird auch reduziert. Ich kann diesen Hügel hier weghauen. Ich hatte dadurch auch Steine. Krass, Mann. Ich bin immer so fasziniert von so Terraforming oder Voxel Engine. Nur das Ding ist, ich kriege das so im Kopf nicht alles hin. Und das so hinzukriegen, dass es dann schön aussieht. Nein! Schon wieder, das habe ich schon wieder. Okay, jetzt gehen wir hier hin. Ich glaube, wir bauen hier Blöcke. Gell? Ist das bei Valheim nicht auch möglich? Steinblöcke? Einfach instant herstellen. Fertig.
Oh nee, bist du der Bauhammer. Und dann tap. Hier schon Ende? Mit der Zone? Ja, das wieder abreißen? Ja, easy. What the fuck? Ich wollte doch. Es hat dir da alles weggebaut. Ja, aber das Bauen ist nicht so bescheiden. Ich glaube, das war schon gut da. Kannst sogar hier stacken irgendwie. Ja, leider kann ich nicht jetzt mehr machen, diese Scheiße. Ah, das geht hier doch, warte. Hier? Ah, doch. Noch ein paar Steine. Ja, ihr baut dann halt einfach. Ich mache jetzt nur grob und fertig. Ich mache jetzt 4x4. Ich wollte 3x3, aber ich fange mit 4x4 an. Breche mal die Tradition. So. Ist halt ein ganz anderes Spiel als Palworld. Was ich an Palworld halt cool fand, man bekommt automatisch was zu tun. Also das Spiel gibt dir ein bisschen was vor, aber du hast immer was zu tun. Das ist halt was ganz anderes hier zum Glück. Beides interessant, bis jetzt. Obwohl beide Survival sind, kann man sie nicht vergleichen. Es sind ganz andere Spiele. Ganz andere Games. Es wäre so, wie wenn du WoW oder Final Fantasy vergleichen würdest. Oder Schmutz! Jedes Mal mache ich den Bogen kaputt. So, Zap 1, Tap. Achso, erstmal hier hin, warte. E. Ja. Tap hier. Da. Jetzt haben wir mal ein kleines Ding. Viel weiter kommen wir ja auch nicht. Ne, Alt. Ich muss immer Alt drücken. Okay. Steuerung ist okay. Auch von dem Kämpfen ist witzig. Range, Zauberstab. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch Bogen brauche, wenn ich Zauberstab habe. Ich habe jetzt alles probiert. Ich habe Bogen, habe ich noch nicht geschossen. Ich habe den ja sonst wieder kaputt gemacht, den Boden. Sagen, wir fangen direkt mit Holz an. Nicht, dass dann irgendwelche Angriffe kommen und uns das alles abbrennen. So habe ich schon mal gesehen. Ich habe mir von dem Game nichts angeschaut. Ich starte direkt total jungfräulich hier rein. Ich weiß nichts, ich kenne nichts. Das ist das Schönste. Und ich finde mich einigermaßen zurecht. Und es schaut interessant aus. Jetzt nicht nochmal gehauen. So. Kann der nicht einfach mein Zuhause auch markieren? Als Wegpunkt setzen. Macht es halt immer das Zuhause. Weißt du? Immer das Zuhause. Soll es zu Hause nicht markiert sein immer? Bauschritt rückgängig machen. So, hier hingehen. Material herstellen. Hab. Ne. Alt. 1. Hab. Zack. 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 Okay, weiter geht's eh nicht jetzt. Dann. Fensterrahmen. Hey, das drehen. 90 Grad. R. Okay. Ist das? 1. 2, 3, 4, 5. Achso, man kann auch zwischen den Dingen das machen.